Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag und ich möchte mit euch Karten legen. Für mich ist das keine Arbeit, für mich ist das Vergnügen und außerdem bin ich genauso neugierig immer wie ihr, welche Karten fallen, was für Botschaften raus sollen. Was gerade das Thema ist auch, was uns das Universum gerade mitgeben möchte. Die Astrologie zeigt mir viele Sachen im Vorfeld auf, wo ich mich gut orientieren kann. Und doch ist es immer wieder schön, die Botschaften aus dem Planeten und die Botschaften der Karten zusammenzubringen. Und das sehe ich so für mich als Aufgabe an. Und deswegen mache ich das heute auch hier. bevor ich da aber zu den Karten komme, möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei euch bedanken. Ich bedanke mich sehr für euer Interesse, für eure Treue, für eure Kommunikation. Ja, also ihr seid fleißig dabei, meine Videos zu kommentieren, darüber freue ich mich sehr und ich freue mich auch über jeden einzelnen Like. Damit ermöglicht ihr es eben auch, dass das Video von anderen Menschen gefunden wird, die im gleichen Thema stecken wie ihr, die auch zum Thema Seelenpartnerschaft so ihre Sorgen haben, ihre Nöte haben, Informationen haben wollen, Aufklärung haben wollen. Und genau das mache ich hier auf YouTube. Ich kann auch noch andere Sachen, aber ich habe mir irgendwann mal diesen Kanal hier ins Leben gerufen, um das Thema Seelenliebe ein bisschen stärker zu beleuchten. Und das werde ich auch so beibehalten und alles andere, was ich kann und mache und tue, das findet ihr unten auf der Website. Ich habe in den letzten Wochen viele Menschen hier bei mir in der Praxis selber kennengelernt, worüber ich mich immer unglaublich freue, wenn jemand auch einen weiten Weg auf sich nimmt, um ein bisschen Energiearbeit mit mir zu machen und auch andere Dinge eben zu nutzen, nicht nur das Kartenlegen, sondern wenn es auch ums Coaching oder andere Sachen einfach geht. Und ja, das ist heute nochmal so mein Ding. Ich möchte mich wirklich ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken und gebe euch gerne auch hier wieder etwas zurück über die Karten, über das, was ich kann, Astrologie mit Karten zu verbinden, Energiearbeit zu leisten, die Informationen vom Universum euch zu transportieren und zu übersetzen und gerne auch mit Ritualarbeit. Ich habe überlegt, ob ich das karmische Kreuzzeug mache oder ob ich schon das Oktobervideo für euch zum Sonntag einstelle und habe mich dann für das karmische Kreuz entschieden. Es hat mich dazu geführt, wie das häufig so ist. Ja, dann muss man sich an dem Tag, wo es passiert, auch leiten lassen. Und wir sind aber schon wieder kurz davor. Wir sind kurz davor, dass der Oktober beginnt. Und im Oktober starten wir mit einem sehr, sehr wichtigen Termin, nämlich mit einer Sonnenfinsternis. Ein Neumond, der in der Sonnenfinsternis stattfindet, auf dem Sternzeichen Waage. Und das steht explizit dafür, den Ausgleich in Beziehungen herzustellen. Ja? Und ich habe es schon in vielen Videos erklärt und erzählt, wir bewegen uns von der Mondfinsternis zuletzt am 18.09. genau 14 Tage auf eine Sonnenfinsternis zu, jetzt eben am 2.10. Für mich ist das eine Art Finsterniskorridor, weil ich in den vergangenen Jahren einfach auch festgestellt habe, bei euch, bei vielen anderen, die im Seelenpartnerprozess sind, dass genau in der Zeit echt karmische Prozesse laufen. Und deswegen biete ich auch immer zu dieser Mondfinsternis eine karmische Knotenlösung an und auch dieses Wünscheritual am 2.10. bezieht sich nochmal sehr stark auf das Zurückholen des Lichts, auf das bringe einen Ausgleich, bringe Gerechtigkeit in die Beziehung, bringe eine Balance in diese Verbindung. Ja? Und ich habe es euch unten nochmal detailliert aufgeführt. Bei diesem Ritual wird es auch eine kleine Kartenlegung für jeden Einzelnen geben, der daran teilnimmt. Also es ist nicht nur so, dass ich euch eure Wünsche ins Universum schicke, sondern es geht auch darum, zwei Fragen beantwortet zu bekommen, nämlich das, was sich im Finsterniskorridor für euch gelöst hat, für euch persönlich, und die weitere Frage, wie es bis zum Jahresende mit euch weitergeht. Erwartet bitte keine große, kompakte Legung, das ist einfach auch der Vielzahl der Teilnehmer und der mangelnden Zeit sozusagen geschuldet. Aber es wird eine kleine Verlaufslegung sein, in der man sieht, in welche Richtung sich etwas bewegt. Ja? Das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil es ein besonderer Zyklus, eine Eklipse einfach auch ist. Ja? Und das erwartet uns erst wieder in 6 Monaten. Ich habe euch beim Vollmond dazu gesagt, die
Auswirkungen der Themen, die um den Vollmond herum passiert sind, ziehen sich die nächsten 3 Monate. Also deswegen hatte ich da auch speziell vor Streit und Zank gewarnt. Und alles das, was an dem Neumond passiert, was um den Neumond herum geschieht, das ist für die nächsten 3 Jahre, Bestimmung ist für die nächsten 3 Jahre Thema. Ja? Und das muss man sich immer so ein bisschen auch vor Augen halten, um auch selber mit seinen Energien gut umgehen zu können. Und das mit den Energien gut umgehen, habe ich diese Woche schon mal aufgegriffen. Ihr könnt gerne am Freitag, war es glaube ich, in dieses Video nochmal reinschauen. Da habe ich zu dem Thema, wie du als Zuschauer vielleicht manchmal eingestellt bist, gesprochen. Und das möchte ich einfach noch ein Stück weit vertiefen. Also es geht immer darum, um das, was du denkst, um das, was du mit deinen Gedanken anziehst. Ja? Und wenn deine Gedanken negativ sind, kannst du nichts Positives erwarten. Wenn du davon ausgehst, dass sich das mit euch eh erledigt hat, dann wird es auch nicht geschehen. Ja? Wenn du nicht an diese Verbindung glaubst, dann ist Hopfen und Malz sozusagen verloren, weil man dann gar nicht mehr dieses Potenzial zur Manifestation auch hat. Und ich möchte das noch ein bisschen weiterspinnen. Es geht auch eben um die Thematik, nicht nur, ob du positive oder negative Gedanken hast, sondern auch, welche Erwartungen du hast. Ja? Wenn du Erwartungen an bestimmte Zeiten, ja, das ist ganz häufig bei euch, ne, dass du sagst, so, und wenn bis zu meinem Geburtstag nichts passiert, dann kann er mich mal. Oder wenn bis zu Weihnachten nichts passiert, dann, ja, lass diese Erwartungen los, lass jegliche Erwartungen an diese Verbindungen los. Die Dinge können nur geschehen, wenn sie im Fluss des Lebens bleiben. Wenn du Erwartungen hast, wenn du negative Gedanken hast, wenn du ständig im Gedankenkarussell bist und grübelst, unterbrichst du immer wieder den Prozess, bringst du immer wieder von deiner Seite aus eine Blockade in diese Verbindung. Ja? Es sind von seiner Seite aus genug Steinchen und Hindernisse und Probleme und warum man nicht kann und was weiß ich. Ja? Aber wenn du sozusagen die Dinge aufhältst durch deine Gedanken oder durch deine Erwartungen, ist das einfach schade, ne? Weil du dann ganz viele Möglichkeiten vergibst. Es geht nicht darum, irgendetwas hinterher zu hecheln, was nicht der Realität entspricht. Das kann man über Kartenlegung gut schauen, ob du dir was vormachst oder ob du hier richtig bist sozusagen. Ne? Ob das wirklich eine Seelenpartnerverbindung ist, die Aufgaben beinhaltet, die das Wachstum der Seele beinhaltet und wo die Liebe einfach ein Stück weit Zeit braucht, wo man der Liebe Zeit geben darf. Gar nicht vom Gefühl her, sondern einfach um zueinander zu finden, um sich hier weltlich auszubreiten. Ne? Für viele ist es super klar und super verständlich, was auf Seelenebene passiert und der Wunsch nachdem, dass man es endlich weltlich lebt, völlig verständlich und auch völlig verständlich, dass man irgendwie für sich zeitlich mal eine Lösung haben möchte. Aber gib all die Dinge frei. Nur wenn du es frei gibst, wenn du den Dingen ihren Lauf lässt, wenn du nicht mit deinem Ego, nicht mit deinem Gedanken, nicht mit deinen Erwartungen rangehst, sondern die Situation für dich so akzeptierst, wie sie ist und für dich persönlich das Beste aus der Situation machst, dich gut ablenkst, dich in Freude und Leichtigkeit bringst. Das ist immer das Wesentliche. Ja? Du kannst nichts erreichen, wenn du auf etwas wütend, auf etwas sauer, auf etwas kritisch reagierst. Du kannst im Leben nur etwas erreichen, wenn du das, was du von anderen erwartest, selber gibst. Ja? Und wenn du erwartest, dass er dir mit einem strahlenden Lächeln entgegentritt, dann kannst du nicht finstere Miene machen und sagen, wo warst du die letzten 3 Jahre? Ja? Also mal überspitzt gesprochen. Es geht immer darum, dass du mit deinem Leben glücklich bist. Das steht an erster Stelle. Und wenn das nicht so ist, dann darfst du für dich erstmal überlegen, wie bringst du dich in dein Glück ohne eine andere Person. Er ist immer die Sahne, die Kirsche auf der Sahnetorte, so rum. Oder das Tüpfelchen auf dem I. Er ist das Besondere. Natürlich ist es schöner, zu zweit bestimmte Dinge zu machen und zu erleben, zu zweit in Urlaub zu fahren, zu zweit
essen zu gehen, zu zweit, sechs zu haben, ist auch schöner als allein. Natürlich, aber wenn es für den Moment aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist, dann verschaffe dir die Momente, die dir mit dir alleine Spaß machen oder die dir auch mit anderen Menschen mit aus deiner Umgebung, ob das Familie oder Freunde oder Haustiere oder was auch immer sind. Ja? Also es geht immer, immer wieder darum, dass deine Seele zum Leuchten gebracht wird. Und wenn du leuchtest, dann wirst du die Wirkung merken, wie viel du auch im Außen anziehst, wie viele Möglichkeiten sich dir bieten. Das ist nicht nur in der Liebe so, das ist auch im beruflichen Ding so. Ne? Wenn du jeden Tag frustriert in den Laden gehst, wo du arbeitest, jeden Tag frustriert auf deine Kollegen guckst, die dir nicht die Butter auf dem Brot gönnen, dann wird es irgendwie Zeit, dass du deine Seele befreist und dass du was für dich tust, ja? Dass du daran arbeitest, deine Berufung zu leben, deine Leidenschaft im Job zu leben. Und das ist sicherlich so, dass man manchmal für gewisse Zeit des Geldes wegen einen gewissen Job vielleicht macht, aber ihr werdet merken, wenn du diesen Job nicht gerne machst, dann nützt dir das Geld auch nichts. Dann hast du auch keine Freude beim Geld ausgeben. Oder du shoppst erst recht als Ersatzbefriedigung. Ja? Also es geht immer darum, dein Leuchten zu finden. Das ist die obere Priorität. Es geht nicht darum, wie komme ich am schnellsten mit diesem Herren hier zusammen, wie finden wir am schnellsten einen Weg, diese Liebe zu leben. In erster Linie geht es immer um dich. Und wenn du glücklich bist, ja, dann schwappt es über. Das ist das Erfolgsrezept Nummer 1. Wir müssen nur den Weg finden, wie wir dich hier glücklich machen. Und als erstes möchte ich euch glücklich machen damit. Also ich mache euch gerne glücklich, wenn ihr hier das Manifestieren sozusagen wählt und da für euch noch Antworten bekommt. Aber ich möchte euch auf jeden Fall glücklich machen mit einem kurzen astrologischen Ausblick und mit einer Kartenlegung. Astrologisch gesprochen ist das wichtigste Highlight der nächsten Woche natürlich der Neumond, natürlich die Sonnenfinsternis, die das Licht zurückbringt und auch von der Einstellung her. Ja, wenn du das für dich so siehst, okay, jetzt sind noch ein paar Tage, in denen kann ich daran arbeiten, dass ich mein strahlendes Lächeln wiederkriege und ab dem 2. Anders durch die Welt laufe, dann ist das ja auch eine Form, wie du dein Leben verändern kannst. Wichtiges Highlight, genau, für die nächste Woche. Momentan sind wir in ganz guten Kommunikationsenergien. Der Merkur schlängelt sich immer so schön wieder mit rein. Der Merkur nimmt eine spezielle Rolle ein. Wir haben aktuell ein Trigon aus Mars und Saturn, was die Aktivität auch sozusagen anspornt, was das vielleicht auch sich bei dir melden anspornt, was dieses brich die Grenzen auf, ich befreie mich ein Stück weit anspornt. Und das ist nochmal eine gute Aussicht darauf. Ich habe es euch gesagt, im Finsterniskorridor geht es sehr stark um den Seelenpartnerprozess, weil durch die Stellung von Sonne und Mond eben auch immer der Mondknoten mit beschienen wird. Und der nördliche Mondknoten ist einfach der, der auch das aus früheren Leben charakterisiert, das mitbringt, was im früheren Leben geschehen ist. Und deswegen ist meine Beobachtung in den letzten Jahren sehr deutlich, dass zwischen Mond- und Sonnenfinsternis diese 14 Tage immer sehr intensiv von Seelenpartnern genutzt werden, um aus einer alten Situation ausbrechen zu wollen. Ob das dann nach der Sonnenfinsternis Bestand hat und anhält, ist die große Frage. Aber die 14 Tage Finsterniskorridor ist einfach eine sehr wichtige Zeit, Aktivität gerade bei deinem Gegenüber zu erzeugen, also sozusagen aus ihm den Bären zu machen, die alte Seele zu machen, die mutig und aktiv in die Welt geht und nicht nur in die Welt, sondern auf dich zugeht. So, und das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie das mit den Karten aussieht, was hier in den nächsten Tagen bis zur Sonnenfinsternis, aber auch noch danach bei euch beiden passieren wird. Und bevor wir mit dem karmischen Kreuz beginnen, mich hat es heute seit langer Zeit sehr intensiv zu dem Seelenreich geführt, zu den Karten von der Christine Ariane Fader. Und ich mische sie warum auch immer falsch. Und ich möchte gerne eine Wochenbotschaft, eine Überschrift haben. Und da zeigen sich zwei Karten.
Die Natur ruft nach dir. Sie will dich mit ihrer Heilkraft berühren, erfüllen und behüten. Geh raus in die Natur. Nutze das Vorbild der Natur, das Abwerfen der Blätter, der Früchte, um auch für dich zu empfinden, dass Loslassen etwas Schönes ist. Ja, dass Loslassen etwas Vorwärtsbringendes ist. Dass Loslassen etwas ist, was dich befreit. Und Angepasstheit ist der innere Tod. Lebe authentisch und sei mutig. Ja, wenn du ein Leben führst, mit dem du nicht zufrieden bist, dann ist es Zeit, da auszubrechen. Da ist es Zeit, dich auf den Weg zu machen und eben nicht nur partnerschaftlich, ne? Falls du in einer Partnerschaft sein solltest, die dir nicht gut tut, ist es hier ein Aufruf. Aber für manche ist es auch beruflich ein Aufruf, ne? Wenn du einen Job machst, der dir keinen Spaß macht. Und ich habe es aktuell immer in den Shorts, in den kurzen Legungen zum Job auf die Woche, dass viele von euch nicht da sind, wo sie sein sollten oder die Situation sich immer schlimmer darstellt und man nicht seiner Leidenschaft, seinen Fähigkeiten nachgeht. Und deswegen auch nochmal der Aufruf, ja, Angepasstheit ist der innere Tod. Ich habe es nochmal hier sagen wollen. Okay, ihr Lieben, mit den Gilded River Lennon More Karten von Nero Marchetti und da legen wir ein karmisches Kreuz auf dich. Du als Zuschauer bist die Dame in der Legung. Dein schnuckliches Gegenüber ist der Herr. Und ja, fürs Fernsehen. Und wir fragen als erstes nach deinen Gedanken. Was denkt dein Herzblatt über dich, über euch? Schau, wie schön. Du bist ein großes Geschenk für ihn. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist jemand, der ihn hier sehr aufführt, der ihn hier sehr vorwärts bringt, der ihn in Aktion bringen möchte, weil du einfach ihm nicht aus dem Kopf gehst. Ja? Du bist etwas Besonderes, du bist etwas Interessantes auch für ihn und du hast unglaublich heilende Kräfte. Ja? Und das merkt er auch. Mit dir zusammen zu sein ist wie eine Kur, ist wie ein Beauty-Aufenthalt, ist es macht was mit ihm, ja? Also er fühlt sich stark und gesehen und gewollt, wie dieser Baum in der Natur. So fühlt er sich von dir eben auch gesehen und stark und in seiner Kraft. Du gibst ihm vielleicht auch in gewisser Weise Bestätigung, dass er ein toller Mann ist. Und genau das ist auch etwas, was er vielleicht die letzte Zeit nicht so gehört oder nicht so erlebt hat, ja? Er ist sozusagen hungrig auch nach der Liebe, er ist hungrig auch nach Worten, die das ausdrücken, was man zwischenmenschlich spürt. Ja? Also ihm tut das schon gut, wenn du auch jemand bist, der ihm Dinge sagt, die du fühlst, die du wahrnimmst, die ihn sozusagen beschreiben, ja? Die ihn einfach auch ihm auch selber Klarheit geben über seine eigene Person. Ja? Bei der Karte, sag schon, bei dem Baum im Kopf muss man auch so ein bisschen die Gefahr sehen. Die Gefahr, die hier besteht, ist, dass das rein therapeutischen Charakter hat. Ja? Wir schauen mal weiter, welche Karten noch fließen. Es sollte nicht so sein, dass du seine Therapeutin bist. Ja? Dass du jemand bist, der immer ein offenes Ohr hat, ihm zuhört und ihm nette Worte sagt und dann ist er wieder verschwunden, sondern das darf hier schon auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruhen. Ja? Das ist nicht der Psychologentermin, den er einmal die Woche bei dir hat und wo er dir sozusagen von seinen Sorgen erzählt, sondern hier sollte es schon darum gehen, genauso wie ich es eben beschrieben habe, dass er sich in deiner Gegenwart stark gesehen, sicher, wohlfühlt, dass er auch bei dir Wurzeln schlägt, dass er sich sehr verbunden und sehr geerdet und sehr, ja, sehr, sehr friedlich auch alles anfühlt. Ja? Also du bist sein großes Geschenk. Du machst was mit ihm, du tust ihm gut, definitiv Gefahr, therapeutischer Aspekt. Ja? Das sei nun mal dahingesagt, das dürft ihr. Ihr seid alle in unterschiedlichen Situationen, das dürft ihr selber für euch
überprüfen, ob du das Gefühl hast, deine Therapeutin zu sein, wo er sich nur ausheult, oder ob du auch zurückbekommst. Ja? Ja, was geht dir durch den Kopf? Die Maus ist zuerst gefallen, dann die Lilie. Die beiden Karten sprechen davon, dass es gerade vielleicht nicht so eine harmonische Verbindung ist, dass dir die Harmonie in der Verbindung fehlt. Die sprechen aber auch ganz klar davon, dass dir der Sex fehlt. Ja? Also vielleicht hast du eine gewisse Zeit drüber nachgedacht, nicht die Affäre sein zu wollen, falls du in dieser Situation steckst. Und dass es dir gerade durch den Kopf geht, heißt aber, egal, scheiß drauf. Ja? Also lieber die Affäre als gar kein Kontakt. Das ist gerade, dass es dir durch den Kopf geht. Ja? Weil du es einfach auch sehr genießt, ihm nahe zu sein, weil das eine besondere Magie ist, die zwischen euch ist, eine unglaubliche Anziehungskraft zwischen euch herrscht und der Verlust dieser Person, also nichts von ihm zu hören, nichts von ihm zu sehen, führt bei dir einfach dazu auch eine Sehnsucht nach dem körperlichen Thema zu haben. Gut, wir machen weiter. Wir machen weiter mit der Herzebene. Was ist bei ihm auf Herzen los? Auf Herzen. Auf dem Herzen los? Was ist bei ihm auf dem Herzen los? Ja. Von Herzen wünscht er sich hier eine Veränderung in seinem Leben. Er möchte hier eine 180-Grad-Wende hinlegen. Wie auch immer, in welcher Situation er auch immer steckt. Aber er möchte sein Leben mit dir verändern. Er möchte, wir hatten es am Freitag, er möchte neue Ufer betreten. Er möchte mit dir vielleicht auswandern, er möchte mit dir, möchte dich unter den Arm klemmen und mit dir abhauen, mit dir davon fliegen, mit dir davon schweben. Ja, also wenn es darum geht, was er fühlt, dann fühlt er ganz viel für dich und dann fühlt er sozusagen, er möchte für dich, mit dir sein altes Leben hinter sich lassen. Wie auch immer dieses alte Leben aussieht, ob das alte Leben bedeutet, dass er noch in der Partnerschaft steckt, dass er vielleicht beruflich nicht so auf die Füße kommt, dass er, dass alles irgendwie doof ist in seiner Umgebung, dass Dinge nicht so richtig geschehen können. Er wird am liebsten sagen, los komm, One-Way-Ticket, auf geht's. Und weil er auch weiß, dass das nicht so einfach ist, dass das nicht so von heute auf morgen funktioniert, dass die Dinge nicht so leicht auch für ihn sind in der Umsetzung, hat er sich hier Hilfe geholt durch das Universum, er hat sich hier Hilfe von der lichtvollen geistigen Welt geholt. Er manifestiert auf Herzebene sehr stark, dich wiederzusehen, mit dir zusammen zu sein, diese Liebe mit dir leben zu können und alle Komplikationen, alles das, was nicht dazu gehört zu euch beiden, sozusagen auszublenden. Das ist deine Herzebene. Sehr, sehr schön, ja? Also hier kommen schon sehr klare Botschaften durch, die zeigen, dass die Liebe da ist, dass die Verbindung zwischen euch da ist und dass er grundsätzlich hier schon für dich brennt. Ja, musste ich jetzt sagen, die Sonne fiel. Weil du brennst auch für ihn, ja? Er ist dein großes Glück, er hat auch dein Leben freudig erhellt, Lebensfreude zurückgebracht. Dir auch einen sonnigeren Weg gezeigt, auch für dich selber, ja, und du würdest dich sehr freuen, wenn er hier auf dich zugehen könnte, wenn er den Herzensweg geht, wenn er von Herz zu Herz versucht, hier bei dir zu sein und auch noch mehr Licht in dein Leben zu bringen. Was liegt zwischen euch? Was verbindet euch? Was trennt euch? So, was verbindet euch, ja? Da sind sicherlich die Themen aus der alten Zeit, was euch eher immer trennt, was immer dazu führt, dass man auch manchmal zurückschreckt vor dem anderen. Das ist das alte Leben, das ist das Karmische, das ist das aus früheren Inkarnationen. Ich habe übrigens, weil sie gerade so schön flackert, das Kerzchen der Karma-Reinigung noch an, die seit dem Vollmond hier schön leuchtet, schön brennt. Das ist das Karmische, ja? Also die Verletzungen aus dem früheren Leben, auch wenn die keine von euch im Kopf bewusst oder im Herzen erfüllt werden können, so ist es doch etwas, was einem in der DNA mitgegeben wird, wenn man in die nächste Inkarnation springt. Und das ist etwas, was ihr einfach
ja, zwischen euch stehen, man fühlt auch nicht so richtig, aber ihr wisst, wie ich das meine. Es ist trotzdem da, es ist trotzdem ein Energiefeld, es ist trotzdem eine Frequenz, die mitgebracht wurde. Ja? Und trotzdem, dass alte Verletzungen, alte Themen, die man hier gemeinsam lösen darf, sicherlich etwas sind, was euch beide hier verbindet oder trennt, gibt es auch die Bestimmung füreinander. Also es ist nicht nur Aufgabe, es ist auch, man ist füreinander bestimmt, man ist für eine Partnerschaft grundsätzlich bestimmt. Und bevor das aber hier sozusagen vonstatten gehen kann, kommen die ein oder anderen Themen, die zu lösen sind. Und da Partnerschaft immer bedeutet, mindestens zwei, die was miteinander zu tun haben, kommt es eben drauf an, wie die zwei oder wenn noch andere Personen bei dir ein Partner, bei ihm ein Partner, drei oder vier Personen in dieser Verbindung die Dinge lösen können. Ja? Weil alle haben hier einen Strick, an dem sie ziehen und dieses Band auf gewisse Weise zu durchtrennen. Nicht umsonst liegt die Sichel, scheint hier die Aufgabe zu sein. Ja? Also bevor das mit euch funktionieren kann, muss hier etwas Altes gelöst werden. Ja? Auf der aktuellen Position haben wir den Brunnen, der davon spricht, dass hier wieder Dinge ans Licht kommen, dass wieder Freude ins Leben kommt, dass die Sonne wieder aufgeht. Ja? Es wird etwas passieren, so, was zu einer positiven Veränderung in der jetzigen Situation führt, was aber noch nicht, die Sonne selber ist. Ja? Step by step. Mann, sonst sage ich immer, was runterfällt, kann weg, aber ich habe mich heute entschieden aufzuheben und das war auch gut so. Step by Step ist eine wichtige Geschichte in diesen Seelenpartnerverbindungen. Ja, natürlich immer ein Stück weit das Ziel vor Augen zu haben und trotzdem die Dinge freizulassen und für den Moment geschehen zu lassen und zu schauen, wo man am nächsten Bahnhof ankommt. Und der nächste Bahnhof heißt hier, dass positive Veränderungen in der Partnerschaft anstehen. Ja? Es wird hier etwas sehr Schönes in den nächsten Tagen passieren. Etwas, was mit die Sonne geht auf zu tun hat. Etwas, was mit positiven Veränderungen zu tun hat. Und was euch näher, verbindlicher zusammenbringt. Was euch noch näher zusammenschweißt. Sehr, sehr schöne Botschaft. Erwarte aber nicht zu viel, dass es gleich für immer und ewig ist, weil unterm Deck haben wir den Turm, der dann auch wieder von einer Rückzugszeit spricht. Und das ist auch der Klassiker in Seelenpartnerverbindungen, dass man Momente geschenkt bekommt, in denen man erfüllt, erlebt, wie stark diese Verbindung ist, in der man auch Themen aufgezeigt bekommt und dann ist wieder... Jeder darf so sein Päckchen für sich selber auspacken. Zeit des Rückzuges, Zeit des Bewusstwerdens, Zeit der Veränderung. So, einen Engel nehme ich noch und zwar einen modernen Engel von der Teresa Scheung. Da sind sie. Ich liebe dieses Deck. Und wir haben für diese Woche den Engel der Geduld. Ich habe jetzt schon viel von der Zeit, Step by Step und die Dinge laufen lassen gesprochen und nicht selber festlegen, bis wann was geschehen soll. Und der Engel der Geduld bestätigt da sicherlich noch einiges. Deine Zeit wird kommen. Ja, glaube daran. Ungeduld wie auch Sorgen führen zu nichts. Wenn du dich dabei ertappst, die Dinge zu überstürzen, Ergebnisse zu erzwingen oder übereilte Entscheidungen zu treffen, erlaube dem Engel der Geduld, dir dabei zu helfen, die Situation zu akzeptieren, zu bewerten und zu entspannen. Vertraue darauf, dass sich dein Leben so entfaltet, wie es soll. Und bedenke, dass Ungeduld den Erfolg nicht anzieht, sondern abstößt. Alle Dinge haben ihre Zeit. Und jetzt ist die Zeit, abzuwarten und nachzudenken. Wenn sich eine Tür nicht öffnet, könnte es daran liegen, dass es eine andere Tür gibt, die etwas Besseres für dich bereithält. Nutze die Zeit, um Dankbarkeit für das zu empfinden, was du bereits hast um die Gründe für die Herausforderungen, vor denen du selbst stehst, besser zu verstehen. Deine Geduld und Beharrlichkeit wird dich stärker und weiser machen. Die Zeit wird kommen. Also ich muss jetzt innerlich ganz dolle schmunzeln, weil der Engel der Geduld uns genau
diese Sachen, die ich vorhin zur Einleitung des Videos gesagt habe, nochmal richtig schön hier aus Butterbrot schmiert, nochmal wunderbar mit schöneren Worten, als ich das vorhin bringen konnte, zusammenfasst. Akzeptiere die Situation, so wie sie ist, fühl vorher aber für dich rein, ist das hier alles richtig oder lass dich da gerne auch nochmal beraten mit einem Blick auf deine persönliche Situation und dann lass die Dinge frei. Dann lass die Dinge geschehen, wann sie geschehen sollen und ohne Erwartung zu haben an die Zeit und an das Leben selber. Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag. Genießt es, macht was draus, frischt eure Seele auf, raus in die Natur. Ja, denkt darüber nach, wo seid ihr angepasst, weil Angepasstheit ist der sichere Tod, ist der innere Tod und von daher eine Aufgabe für diesen Tag noch für euch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Ciao, ciao.